Ja, moin. Da sind wir wieder. Weiter geht's. Ich hab grad im Teil mal reingeguckt und hab. Kommt so vor, als wenn der Ton minimal verschoben ist. Hab ihn nochmal rumgespielt und jetzt haut's, glaube ich, hin. Also, ich hoffe, dass das geht, sonst wird man diesen Teil eh nicht zu Gesicht bekommen. Und dann nehme ich neu auf. Ne? Das haben wir im letzten Mal gemacht, wir haben hier Knoblauch hingeworfen, um diesen Typen zu kriegen, der uns... Was hat er uns gegeben? Ein Messer, ne? Eine Subweapon hat er uns gegeben. Oha, die sind ja richtig heftig noch. Wenn ihr mit dem Messer einfach hat zu erledigen. Der bleibt kurz stehen, wenn er landet. Stört mich. Dann notcht der Screen so, wenn man das in Bewegung macht. Seht ihr das? Ist für andere vielleicht nicht so das Problem, aber mich stört das irgendwie ziemlich. So, jetzt machen wir unseren ersten Dungeon, das nicht der erste Dungeon ist, sondern der dritte oder so. Aber wir können die ja in der Reihenfolge machen, wie wir Bock haben. Deswegen machen wir das jetzt. Und auf dem Weg immer schön Herzen einsammeln. Sagt er und hätte fast das eine Herz liegen lassen. Oh shit, nee, ich gehe oben lang, weil hier Gegner sind. Easy. Da haben wir schon wieder 99. Oh, fast bin ich reingelaufen. So, ja, habe ich equipped. Jetzt muss man sich hier dumm. Und dann. Uiuiuiui. Wenn du sonst da reinläufst, dann bist du tot. Und jetzt hier Dungeon. Gibt's hier noch ein Secret? Nee. Ein Dungeon. Es gibt Bullshit-Dungeons in dem Spiel, muss ich auch noch dazu sagen, und zwar... Ich kann mir nie merken, welche das sind, aber ich gehe immer erstmal ganz unten lang, weil es nämlich Bullshit-Dungeons gibt. Da kommen jetzt 20 Leute hinterher gelaufen. Weil es Bullshit-Dungeons gibt, und da ist einer davon. Wo du verarscht wirst. Wo du augenscheinlich woanders lang gehen musst, als da, wo es eigentlich ist. Und wie man sieht, guckst du ja an, die wollten mich verarschen. Guck durch die Schweinerei an. Und der verkauft mir ein Oak Steak. Es gibt noch, ihr kennt ja die Tornado-Stelle wahrscheinlich. Wenn nicht, ich habe ja im letzten Teil davon gesprochen. Es gibt eine Stelle, wo man sich vor einer nicht wichtigen, vor einem nicht wichtigen Berg hinhocken muss und da warten muss, so wie gerade mit dem Wasser. Und dann kommt da ein Tornado, der dich mitnimmt und der transportiert dich zu einem Dungeon. Und dieser Dungeon ist der beschissenste von allen. Aber es gibt einen Trick, wie man den super einfach machen kann. Und zwar war da ja gerade dieser Oak-Händler. Oder bin ich wieder ein Level abgestiegen? War gerade dieser Oak-Steak-Händler. Und den gibt es in jedem Dungeon. Und der verkauft dir ein Oak-Steak. Und der ist One-Use-Only. Und den brauchst du am Ende. Weil du ja am Ende von einem Dungeon, da ist so eine Kugel, sieht man jetzt gleich auch. Demonstriere es gleich direkt. Versupp. Da haben wir's. So, da ist so eine Kugel. Und oh shit, damit kann ich ja gar nichts machen. Was ist das denn hier? Was soll das? Da musst du nämlich den Oaksteak, der hier ist, ganz wichtig, den kannst du auch so werfen, dann hast du ihn aber verschwendet. Den musst du auf die Kugel werfen, ganz klar. Und dann wird da so ein Sack draus. Und you know, process Dracula's Heart.
process. Alles klar. So, und mein Oak Steak ist weg, wie man sieht. Und den Oak Steak Händler gibt es immer in einem Dungeon, weil du den ja brauchst, um das Item einzusammeln. Und in dem Tornado Dungeon, nenne ich ihn jetzt mal, wo man mit dem Tornado hingeworpt wird, da ist der Oak Steak Händler nämlich richtig scheiße zu erreichen. Also wenn du den Oak, du brauchst ja den Oak Steak, um um das Item zu holen. Aber weißt du was? Da gibt's einen Workaround für. Und zwar im Dungeon davor. Deswegen mache ich immer einen anderen Dungeon davor. Und den Tornado Dungeon mache ich als letztes. Im Dungeon davor, den machst du halt davor und holst dir den Oak Steak Mugger und holst das Item und dann auf dem Rückweg, wenn du aus dem Dungeon wieder rauslaufen möchtest, kaufst du einfach nochmal den Oak Steak von dem gleichen Typen. Der verkauft dir den nämlich immer. Du kannst den ja öfter kaufen, weil wenn du den einfach so wegschmeißt, dann wär's der gelockt, ne? Dann hast du das Spiel ja verkackt. Quasi, wenn es kein Backup gäbe. Und deswegen holst du dir das Item. Holst dir nochmal einen Oak Steak, gehst raus und dann musst du den Oak Steak nicht im Code Dungeon holen. Und das ist der Trick. Easy peasy, würde ich mal sagen. Uff. Gehen immer da lang, wo die Gegner sind. Und jetzt machen wir den regulären Dungeon, den wir eigentlich zuerst machen sollten. Das war ja jetzt out of order. Der zweite oder dritte. Ich kenne die tatsächliche Reihenfolge nicht. Oh shit. Ob ich es jetzt noch rechtzeitig hinkriege, den wegzuscheppern. Ne? Easy. Ich kenne die gedachte Reihenfolge nicht, weil die kannst du ja so machen, wie du lustig bist. Aber das ist auch das Gute daran. Und wenn das fix wäre, müsstest du ja ein Oak Steak im Code Dungeon holen. Und das wollen wir nicht, ne? Da wollen wir nicht. Jetzt machen wir den ersten. Das ist der einzige, von dem ich weiß, welche Reihenfolge es ist. Denn den hier jetzt gerade, dafür brauchte ich den blauen Crystal. Aber den hier, den ich jetzt mache, den Dungeon, dafür brauche ich den weißen, damit am Anfang eine Plattform mir gezeigt wird, die, wenn ich den weißen Kristall nicht habe, wird die mir nicht angezeigt, die ist aber trotzdem da. Aber da musst du wissen, wie schnell die sich bewegt und shit, damit du halt trotzdem diese Plattform nutzen kannst, ne? Ihr versteht, wie ich meine? Und zwar die hier. Die ist ja am Anfang, also die ist ja auch, wenn du den Mugger nicht hast, aber dann siehst du die nicht. Piss dich von meinem Bildschirm. Übrigens, wenn du in der Luft schlägst, dann springst du weiter. Dann springst du minimal weiter. So, und jetzt weiß ich allerdings nicht, ob es nach oben oder nach unten geht. Ich gehe mal nach oben. Die Dungeons kenne ich nicht auswendig. Das Einzige, was ich auswendig weiß, ist am Anfang rechts laufen, weil ich nicht weiß, welcher der Verarsch-Dungeon ist. Es gibt übrigens zwei davon. Einen haben wir und es gibt noch einen. Der Code-Dungeon ist es auf jeden Fall nicht. Und der hier ist es auch nicht.
glaube, das ist der Dungeon, wo Löcher am Boden drin sind. Ja. Hätte ich mir denken können, weil ich ja schon... Kannst du jetzt mal... Dankeschön. Weil ich ja schon, Eigentlich hätte ich ja nicht durch den Block durchlaufen dürfen, ne? Daran hätte man sich schon denken können. Der Block hätte mich ja aufhalten müssen. Das ist ja logisch. Was dem Spiel vielleicht helfen würde, dass das nicht bei so vielen Leuten als Codespiel angesehen wird, wäre vielleicht eine Map gewesen. Das würde dem wahrscheinlich helfen, wa? Aber Naja ist wohl nur ein Spiel für Leute, die gerne Zeit in ein Spiel reinstecken, die da richtig invested sein wollen in dem Spiel. So richtig mit Karte aufmalen und sowas, ne? Yes. Und ich habe sogar 135 über. Uiuiui. Brauchte ich... Ist die nächste Peitsche schon die beste, die ich kaufen kann? Nee, ich habe ja gerade gesehen, dass das Bullshit ist. Ne? Hier muss ich noch runter. Ohne Scheiß, das war doch gut gemacht. Habt ihr das gesehen? Jetzt kommt er natürlich nicht mehr richtig, oder was? Das Skelett läuft durch, wo es durchlaufen kann, so wie hier sieht man, ne? Und dann dreht er da um. Dann guckt ihr das Skelett mal an. Der hat mir gezeigt, dass hier an der Säule Loch wieder ist. Das ist doch voll gut gemacht. Guck's dir an, das Spiel ist missverstanden. Das Spiel ist einfach nur missverstanden. Was haben wir jetzt? Genau, Possessed Dracula's Rip. So, Dracula's Rip. Und Heart habe ich. Was aber aussieht wie ein Gem oder sowas. Oder eher wie eine. Wie eine Niere. Will ich mal die Rip benutzen? Denn die Rip ist ein Schild. Du guckst ja. Wenn ich nicht in Bewegung bin, habe ich ein Schild. Und damit kann man Projektile aufhalten. Alter, war das hier? Ja. Alter Schwede, du. Was ein fortschrittliches Spiel. Ich könnte mir jetzt natürlich auch, weil ich ja jetzt hier wieder an dem Typen vorbeikomme, könnte ich hier auch jetzt direkt ein Steak kaufen. Da muss ich in den Dungeons nicht ein Steak kaufen. Aber das ist Bullshit, weil in den anderen Dungeons ist der Oak Steak einfach zu kriegen oder immer auf dem Weg. Der einzige Dungeon, wo das absolut beschissen ist, ist der Tornado Dungeon, wie ich ihn nenne. Und nur dafür hole ich das. Ansonsten spare ich mein Geld, weil ich... Oh! Okay, du siehst, das habe ich schon wieder vergessen. Spare ich mein Geld, weil ich ja noch andere Sachen kaufen muss. Laurels muss ich zum Beispiel kaufen. Jetzt demnächst. Und ein neues Peitschen-Upgrade. Weiß nicht, ob es jetzt direkt die nächste. Geil. Direkt die nächste schon ist. Oder ob da noch eine kam, aber. Da wollte ich es gerade demonstrieren mit dem Blocken, aber. Die Kugeln waren zu weit oben. Eine Peitsche kostet auf jeden Fall noch 250 oder 200, irgendwie so um den Dreh. Gerade mal was gucken. Mal gucken. Ah, guck mal hier. Die Plattform ist hier nämlich nicht. Wenn ich aber so mache, ist sie hier. Weißt du? Jetzt ist die wieder hier nicht.
Seht ihr, was ich meine? Seht ihr das? Wollte gerade, ich bin mir nicht sicher, also es muss ja gehen eigentlich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht stelle ich mich mal drauf und mach den weg. Also ich weiß eigentlich, dass das geht, aber ich traue dem Spiel nicht so hundertprozentig zu, dass mich das nicht dann irgendwie trotzdem runterhauen würde. Ne? Also ja. Ja. Oder will ich das versuchen? Ich kann mir ja so halb draufstellen, ne? Dass wenn ich runterfalle. Na, siehste? Siehste? Geht trotzdem. Oh, dann kannst du doch so machen. Ja, easy. Da habt ihr einen Trick. Vom Pro-Gamer, vom God-Gamer habt ihr da auch nochmal einen Trick mitnehmen können. Wenn ihr den weißen Kristall nicht habt, warum auch immer, weil den gibt es ja direkt am Start, den könnt ihr euch sowieso kaufen. Und den braucht ihr sowieso, weil ihr ja die anderen Kristalle braucht. Könnt ihr das so machen, wie ich jetzt gerade. Da hinstellen, ein paar Mal springen, weil irgendwann kommt die Plattform ja und nimmt euch mit. Dann braucht ihr das Timing gar nicht abgucken. Ne? Also. Könnt ihr vielleicht mal Danke in den Kommentaren schreiben, Danke lieber Gottgamer. Dass du mich mit deinem so großen Gaming-Wissen bereichert hast. Ich bin es eigentlich nicht wert, dass du mir diese Informationen zukommen lässt, aber ich danke dir trotzdem. Das könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wenn euch das was wert ist, dass ich hier mein enormes Wissen mit euch teile, ne? So, jetzt müssen wir, glaube ich, Loris kaufen. Ich weiß gar nicht, was zuerst kommt. Kommt zuerst der nächste Dungeon oder kommt zuerst das nächste Dorf? Uff! Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen, was zunächst kommt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zurück. Ganz am Anfang zurück. Zum Start Dorf. Und dann gehen wir links raus anstatt rechts. Da war ich auch noch gar nicht, habe ich euch nicht gezeigt, ne? Da hätte man auch farmen können, da hätte man sogar mehr Herzen gekriegt, aber da sind richtig heftige Gegner, die unter anderem schießen, deswegen haben wir den Schild. Ja, jetzt können wir die easy erledigen. Vor allem auch, weil wir eine stärkere Whip haben, ne? Aber ansonsten hätte ich immer wieder zurückgehen müssen. Also es wäre nicht auf schnelleres. Letztendlich wäre es nicht auf schnelleres Farm hinausgekommen, weil ich mich zwischendurch hätte heilen müssen. Was ich jetzt eigentlich machen könnte, aber komm, wir wollen Zeit sparen, wir wollen das beste Ending haben, ne? Piss euch vom Bildschirm, weil ich so. Ich muss ja auch stehen bleiben, damit mein Schild draußen ist. Alles klar. Ja, seht ihr? So, jetzt habe ich Loritz noch nicht gekauft. Jetzt muss ich durch so einen Sumpf. Das ist aber, glaube ich, noch nicht der lange. Ja. Kann auch springen, aber. Okay, springen wäre doch besser gewesen. Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Doch, ich hätte richtig ordentlich an Leben mir aufsparen können. So, jetzt gibt es hier ein Secret, das ist wieder ein bisschen kryptisch. Ich weiß gar nicht mehr, ob es einem im Spiel gesagt wird oder nicht. Ich denke aber schon, sonst wüsste ich ja nicht, wie ich drauf komme. Und zwar muss man Draculas Herz auswählen und dann mit dem Bootsguy sprechen. Dann bringt er dich nämlich woanders hin, nämlich zu einem Dungeon. Und bei dem Dungeon kriegt man dann schon das nächste Mal. Wenn du
mit allem anderen, außer mit Herkules Herz ausgerüstet, den Anspruch bringt der dich woanders hin. Aber wir machen jetzt erstmal den Dungeon. So, jetzt können wir auch schon direkt wieder wechseln. Kommt der denn? Ist er wieder? Ja, okay. Hier brauche ich Draculas Herz nicht ausgerüstet zum für den Rückweg. Was war hier noch? Was waren hier noch? Oh, das ist auch lustig. Hier, guck mal da. Weiß nicht, ob man es sieht. Doch, das sieht man auf jeden Fall. Wenn der nach unten fährt, ich pausiere, damit ich nicht zu viel Zeit verschwende. Wenn dieser Block nach unten fährt und ich dann springe, also wenn der in der nach unten Bewegung ist und dann springe, dann springe ich niedriger, aber wenn der nach oben fährt, nehme ich sozusagen die Block Velocity noch mit. Und um hier rüber zu springen, musst du warten, bis der nach oben fährt, was man eigentlich nicht machen würde, weil du wartest ja, logischerweise würdest du ja dann springen, wenn der seinen höchsten Punkt erreicht hat. Also in der Regel, wenn der gerade anfängt runter zu gehen, aber dann schaffst du den Sprung nicht. Oder nur schwer. Deswegen springst du, wenn der noch in seiner nach oben Animation ist. So. Seht ihr das? Jetzt springe ich, wenn er nach unten geht, weil sonst überspringe ich. So. Und easy. Easy peasy. Was war das? Uff! Uff! Verpiss dich! Verpiss dich! Na, wird hier mein erster Tod sein? Ist ja egal, ich kann ruhig sterben. Aber halt nicht Game Over gehen. Ein Tod beeinflusst auch nicht das Ending. Also fürs Ending ist scheißegal, wie oft man stirbt. Ich kann hier tausendmal sterben. Solange ich es in der vorgesetzten Zeit schaffe, ist okay. Schieß ja nur, wenn ich... Okay. Wie Herzen? Oh, ich bin... 256? Geht da noch mehr? Ne, 256 ist Maximum, nicht 255. Juhu. Und tschüss. Okay. Geschafft, ohne zu sterben. Schaffen wir den Dungeon hier vielleicht auch noch, ohne zu sterben. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das Spiel sogar... Pff. Ja, alles klar. Das haben wir nicht geschafft, ohne zu sterben. Okay, jetzt Konzentration. Okay, das war ein sehr dummer Tod und auch ein sehr überflüssiger Tod, der nicht hätte sein müssen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade war. Vielleicht schaffen wir es in den Dungeon nicht zu sterben, habe ich gesagt. Irgendwas wollte ich noch sagen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir gehen wieder unten lang. Geht nicht weiter. Geht es denn wirklich nicht weiter? Das wollen wir mal gucken. Es geht wirklich nicht weiter. Okay. Achso, hier haben wir so einen Kristall gekriegt, ne? So einen Diamanten. Die Waffe gibt es auch in Symphony of the Night. Da kannst du nämlich so werfen, der prallt dann ab. Pass auf. Geil, oder? Vielleicht kennt man das aus Symphony of the Night, weiß ich nicht. Easy. Und danach gibt es nur noch... Uff. Danach hier gibt es nur noch den... Den Tornado Warp für Dungeons. Geh mal raus da. Es ist doch scheißegal, ob ich dein Herz kriege oder nicht.
den Tornado Warp, um zu Dungeon Locations zu kommen. Aber das ist nicht mal unser Hauptziel, sondern wir wollen ja auch, wir brauchen Silk, das Silk Bag noch auf jeden Fall, bevor wir den nächsten Dungeon machen, den wir vor dem Tornado Dungeon machen. Wobei ja so gesehen beide Tornado Dungeons sind, aber ich meine den, wo man direkt mit dem Tornado hinkommt. Da brauchen wir auf jeden Fall die Silk Bag, um mehr Laurels tragen zu können. Geht's jetzt hier lang oder links? Geh mal hier lang. Okay, hier ist richtig, glaube ich. Uiuiui. Weißt du was? Verpiss dich von meinem Bildschirm. Achso, ich erinnere mich, dass Hochkommen hier richtig geil ist. Also die Stelle hochkommen macht Spaß. So, ich verschwende jetzt zwar ein bisschen Herzen, aber scheiß drauf. Da ist ein Hinweis, ich kann ja mal... Hier war doch ein Hinweis, ne? Ich kann ja mal zeigen, wie das aussieht. So, da ist dann so ein rotes Buch, dann gehst du da hin, dann steht da Wait for a soul with a red crystal on Deborah Cliff. Ach, der... Das ist ja sogar der Hinweis. Das ist genau der Hinweis, den du haben möchtest. Das ist quasi der Hinweis, der dauert mir zu lang. Das ist quasi der Hinweis, hock dich hin vorm Berg und dann kommt der Tornado. Das ist der Hinweis. Gehe ich jetzt runter oder hoch? Geh mal runter. Versucht da hinzuspringen. Wie viel braucht das eigentlich? Ich war gerade kurz geschockt. Aber ich habe ja gerade einen Oaksteak gekauft. Also. Ich dachte. Nur ein paar Mal eingesetzt und ich habe 50 weniger Herzen oder was? Uff. Ja, die Schleifen sind natürlich auch richtig geil, wenn man auf der Treppe ist. Easy, was willst du tun? Was willst du tun, du Huso, Alter? Oh, kommt hier nicht ein Boss? Jo, da kommt ein Boss. Es gibt zwei Bosse, nämlich einmal den Tod und einmal Carmilla. Und einen musstest du machen, den anderen musstest du nicht unbedingt machen. Ich kann mir aber nicht merken, welcher war. Deswegen machen wir den jetzt. Aber um mal zu zeigen, wie einfach der eigentlich ist, wenn das jetzt der wäre, den man nicht machen muss, was auch sein kann, ich habe keine Ahnung. Dann könnte man nämlich so machen. Und tschüss. Ja, und dann wäre es dann gewesen. Dann kannst du hier den Oaksteak benutzen. Kriegst das Iron. Dracula's Eyeball für... Den rüstest du aus und dann siehst du die Items. Wie das rote Buch gerade. Und ja. Oh shit, wir sind voll über die Zeit. Aber damit ihr natürlich seht, dass ich kein fieser Gauner bin, wird man wahrscheinlich von mir eh nicht glauben, aber. Deswegen mache ich mal eben den Tod noch. In diesem Part. Das ist alles, was man machen muss. Zwischendurch nochmal mit der Peitsche schlagen, um mehr Schaden reinzukriegen. Kann so zweimal schlagen.
Das geht voll auf die Herzen gerade. Ich weiß gar nicht mehr, was der andere überhaupt gebracht hat. Eine Sub-Weapon. Tatsache. Also, den muss man nicht machen. Genau, Possess. The Golden Knife. Okay, hier steht Possess. Bei den Sub-Weapons steht Possess. Aber bei den Items von Dracula steht Process. Alles klar. Wenn ihr meint. Ich sag, das geht voll auf die Herzen, aber immer noch super scheiße viel. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part, wa? Bis denn. Und tschüssing.